Weil das Wasser so trüb ist, haben wir gleich am Anfang alles per Sonar abgescannt. Von den tausenden Schiffen, die in den 400 Jahren des Sklavenhandels unterwegs waren, ist dies das einzige, das noch so gut erhalten ist. Wir sind die ersten Menschen, die es betreten, seit ihre Ahnen von Bord gegangen sind. Und auf diesen etwa 150 Quadratmetern waren die Menschen zusammengepfercht. Da war es etwa 5 bis 7 Meter breit. 1826. Wow. Wow. Sie mussten sich flach hinlegen, konnten sich nicht drehen, mussten in dieser Position verharren. Bis man sie an Deck ließ. Hier wurden sie gefangen gehalten. Selbst für uns paar Leute ist der Platz schon knapp. Und wie muss es dann für 110 Menschen gewesen sein? Das ist kleiner als mein Keller. Das wird einem jetzt erst klar. Und wir sind nur 6 Leute. Aber 110 Menschen. Es gab auch keine richtigen Belüftungsöffnungen, nur eine kleine Klappe. Es macht mich wütend, dass unsere Ahnen das durchmachen mussten. Einfach nur traurig. Normalerweise durften die Gefangenen hin und wieder nach oben, um sich die Beine zu vertreten. Aber sie durften nie lange an Deck bleiben. Meistens waren sie darunter angekettet. Wie bleibt man unter solch unmenschlichen Bedingungen menschlich? Wie übersteht man das? Ihr könnt meine Knochen brechen, könnt mich fesseln, doch ihr könnt mir nicht das Menschsein nehmen.